Ja, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Empire Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit den mächtigen Preußen. Und ich glaube, wir bauen mal hier das Trockendock aus in 4 Runden. Das müsste doch eigentlich hinhauen, zeitlich, oder? Ich gehe mal davon aus. Und dann kannst du übrigens auch hier so einen Hochofen bauen. Ja, wir sind ja Seemacht und mittlerweile auch Kolonialmacht in der Karibik. Und wir machen hier auch nicht Halt, sondern wir machen auf jeden Fall weiter. Und werden jetzt den Piraten das Handwerk legen. Die kommen natürlich irgendwann wieder, aber naja, wir werden das auch schon hinbekommen. Da mache ich mir jetzt eigentlich relativ wenig Sorgen. Ich schaue nochmal ganz kurz durch, ob wir noch irgendwo eines dieser Gebäude hier ausbauen können oder müssen. Das ist ja so momentan das, was wir hier hauptsächlich tun. Flotten, Micromanagement und Rumgeklicker. Ja, aber läuft eigentlich alles bei uns. Ich rekrutiere noch nicht weitere Truppen, sondern ich baue jetzt erstmal die Infrastruktur aus. Und ich verzichte jetzt auch mal eine Runde auf den Ausbau weitere Handelsschiffe, oder machen wir vielleicht noch einen? Ja, komm. Komm, 3 Stück könnte man noch machen. Wobei, jetzt habe ich die in den dümmsten Regionen gebaut, ne? Komm, brich das hier mal bitte noch ab. Wir bauen noch ein paar weitere. Okay. Schöne Sache. Was haben wir hier eigentlich für einen Hafen? Eine Schiffswerft. Ja, ist eigentlich egal, was wir hier machen, ne? Aber okay, gut, ja, läuft bei uns. Dann können wir auch schon wieder in die nächste Runde gucken. Und ich habe hier noch ein Käffchen stehen, das trinke ich jetzt ganz genüsslich. Drück mir jetzt bitte die Daumen, dass ich nicht nochmal so eine halbe Stunde Seeschlacht mit 2 Schaluppen und einer Galeone habe. So, was haben wir noch? Technologischer Fortschritt. Wir sind nicht drin, ob die mit der Nachschub. Okay. Karonaden. Das müssen wir uns gleich nochmal angucken, was die uns noch bringen. Aha, das hier ist eigentlich ganz sinnvoll, ne? Gehen wir nochmal hier direkt. Lustgärten, bitte. So, was haben wir hier? Lodge. Das können wir noch gar nicht weiter ausbauen. Aber es ist wichtig für die Forschung, ne? Dass wir solche Sachen verbessern. Was haben wir noch hier? Militärtechnologie. +1. Und neue Stadt entsteht in Pinsk. Weißrussland. Zufriedenheit hier 6,7. Ist eigentlich okay, ne? Aber auch hier kann ich auf jeden Fall nochmal so eine Kirchenschule gebrauchen. Die werden wir bei Zeiten vielleicht nochmal umbauen. Aber momentan ist es okay, wir machen ja genug Geld. So. Stimmt, genau. Hier wollte ich ja meine zweite Schaluppe hinstellen. Da ist unser Admiral. Oha. Bartholomew Cavendish. So. Bartholomew. Bartholomew will uns noch nicht angreifen. Wir segeln erstmal hier hin. Wir werden mal die Schiffe hier fortbilden. Ach, das ist jetzt, habe ich das Ding hier gar nicht abgerissen.
Komm, ich wollte es ja noch wissen. Ah, hier kommst du an. Dann hier rüber, bitte. Oh ja, dann haben wir hier ganz, ganz viele Handelsschiffe. Ich glaube, wir sorgen halt dafür, dass hier diese Zuckerpreise global total verfallen, ne? Kann das sein? Mal, was war da? Missionar. Okay, wir bauen sogar. Nee, lass das mal noch weg. Okay, wir bauen sogar diese ranzigen Provinzen wie Irland oder Schottland aus. Das meine ich jetzt übrigens nicht diskriminierend oder sowas. Naja, gut, ein bisschen schon, aber als ich da war vor einiger Zeit in Irland, da ist mir das echt aufgefallen, wie mies die Straßen da sind. Das war schon echt, wenn du da Autobahnen und sowas gewohnt bist, gab es da teilweise gar nicht. Da gab es mal so eine Schnellstraße, da bist du dann 5 Kilometer gefahren und dann ging das wieder über so eine Huckelpiste. War schon echt merkwürdig. Aber okay, gut. Ja, wir bauen weiter. Wir sind in Runde 48, würde ich sagen. Ja, da hatte ich noch so eine Dreier-Handelsflotte, die habe ich irgendwie übersehen, aber habe ich dann jetzt bewegt. Wenn wir diese beiden Marinetechnologien forschen, ist es insofern nicht so schlimm, weil wir sowieso gar nicht, wir können gar nicht sowieso viele andere Sachen momentan forschen. Wir haben einen Edelmann in England. Dann schicken wir den nochmal bitte nach Cambridge. So ist es. Na, wir müssen halt erstmal hier den Nachschub optimieren. Und dann können wir erst die Artillerieakademie ausbauen, ne? Und ich meine, hier können wir natürlich noch Sachen forschen. Na, die selbst, die verschlechtern unsere Sachen ja nicht unbedingt. Was forschst du jetzt? Okay, können wir nochmal eine bessere Admiralität bauen? Ja, warum halt nicht, ne? Kupferbeschläge, okay. Routingsbericht ist klar. Baubericht ist okay. Die erste Flotte kommt an. Die zweite Flotte kommt an. Und dritte Flotte kommt an. Ha. Dänemark hatte keinen internationalen Handelsplatz, aber das erinnert mich auf jeden Fall daran, dass ich mal gucken könnte, wer da jetzt hockt. Island. Hannover. Hannover hockt da jetzt. Okay. Eigenschaft erhalten, Martin Leitner, moralisch verwerflich. Natürliche Ursache, Christian Thomasius. Ah ja, okay, das ist auch einer unserer wichtigen Philosophen gewesen hier, der tatsächlich auch, ich habe ja vorhin über die Abschaffung der Folter durch Friedrich II. Mal gesprochen, als Mittel der Beweisführung. Und Thomasius selbst war einer von denen, die schon damals gesagt haben, dass ein unter
Schmerzen erpresstes Geständnis eigentlich nicht viel wert sein könne. Und er war auch ganz maßgeblich daran beteiligt, dass eben die Hexenverfolgung in Preußen offiziell endete. Na, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Nur um diesen Mann jetzt noch ganz kurz hier zu würdigen. Willst mich jetzt echt veräppeln, ne? Okay. Was ist besser? Port Royal? Punta Curaçao? Oder hier unten San Jose? Aha, jetzt kannst du auch da rein. Dann lass ich mal reparieren. Na, ja, okay, das wird wieder eine. Oh, das wird wieder ein stundenlanges Gefecht. Plus eins Kommando, Provinz erobert. Machen wir hier die Steuern aus. Machst du mal eine Kaffeeplantage? Da habe ich, glaube ich, tatsächlich mehr von. Verbesserst du mir das bitte auch noch? Als Garnison. Ja, machen wir mal bitte zwei Linieninfanterieregimenter hier rein. Erstmal. Die werden wir brauchen, glaube ich. Das ist immer besser. So, ich habe 12 Minuten aufgenommen. Wenn ich jetzt hier diese Flotte angreife, dann wird das bestimmt wieder eine halbe Stunde dauern, ne? Wir gucken mal. So, das war erfolgreich. Was haben wir da? Ja, die Schaluppe brauchen wir, glaube ich, nicht. Was haben wir da? Galeone, Fleute, Galeone. Also, warum nicht? Das ist so witzig, ne? Dass die Piraten halt alle diese dicksten Schiffe haben, ne? Ich bin übrigens noch hier mit der Flotte rausgekommen, ne? Also, muss man sich hier nochmal auf der Zunge zergehen lassen, ne? Aber ich glaube, die Fleuten, die, weiß ich noch nicht, bin ich noch nicht so überzeugt von. Insgesamt, ne, muss man schon sagen, also schnellere Schiffe sind schon deutlich im Vorteil. Ich habe das übrigens, dieses Gefecht eben mit den Fregatten 6. Klasse gemacht. Ich fand das ganz okay. Allerdings ist mir da aufgefallen, dass sie einen unglaublich hohen Wendekreis haben. Und das fand ich dann wieder nicht so sexy, ne? Naja. Genau, also, wenn wir da auch nochmal an den Blackbeard zurückdenken, ne? Hier nochmal zu der Frage, warum die hier die Piraten alle so riesige Schiffe haben, ne? Der Blackbeard zum Beispiel, der hat. Ja, sein eines Schiff, das er erobert hat, das war ein Sklavenschiff. Ich glaube, das war die Queen Anne's Revenge. Und diese Sklavenschiffe hatten halt für die Piraten den Vorteil, dass sie halt relativ groß, relativ schwer waren, von der Struktur her, aber gleichzeitig auch relativ schnell segeln konnten. Ne? Und ja, also das wollte ich einfach nur nochmal hier. Das wollte ich hier noch einfach mal erwähnen, ne? Das sind eher so die typischen Piratenschiffe. Jetzt nicht unbedingt so spanische Kriegsgaleonen, das ist eher untypisch, ne? Man kennt das übrigens auch eher. Also tatsächlich, was die Piraten ja eben
jagen sind natürlich die Handelsschiffe, ne? Aber hier diese spanischen Galeonen, die sind halt einfach so OP und überdesignt. Also insbesondere bei den spanischen Schiffen und bei den französischen Schiffen kennt man das, dass die häufig auf Kanonen verzichtet haben, um eben mehr Güter transportieren zu können und sowas, ne? Und dann auf einmal hatte man die Situation, dass so ein Schiff nur noch eine sehr, sehr schwache Kampffähigkeit hatte. Das gab es alle naslang. Ja. Übrigens auch bei... Warte mal, hier noch mit dem Ausbau. Das machen wir erst später. Ich gucke mal einmal hier durch. Aber ich glaube, wir haben dann überall auch die Infrastrukturen fertig. Ne? Genau, hier bauen wir die Kakaoplantage. Und hier... Das reiße bitte ab. Da will ich auch Kakao haben. Da haben wir mehr von. Rekrutieren kann ich noch nicht. Okay. Dann haben wir Kohle übrig. Bauen wir die Universitäten aus. Also wenn wir die ausbauen, erhöht das auf jeden Fall nochmal die Unruhe, ne? Aber okay. Und tatsächlich übrigens auch bei Blackbeard, das kann man vielleicht nochmal gerade nachreichen. Es ist nicht immer so, dass bei diesen Piraten, oder bei den Eroberungen solcher Schiffe durch Piraten, dass dann die Besatzung irgendwie immer massakriert wurde oder sowas. Also ich glaube auch bei Blackbeard, obwohl der Sohn den berühmt-berüchtigten Ruf eines gewalttätigen Piraten halt eben hatte, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass der wohl wirklich eine niedrige Hemmschwelle hatte. Er war ja auch drogenabhängig und alkoholkrank und so, ne? Also war jetzt kein netter Zeitgenosse. Da muss man tatsächlich sagen, häufig haben sich solche Leute ergeben, wurden dann eben woanders ausgesetzt oder haben sich vielleicht sogar auch mal der Besatzung angeschlossen. Also das ist nicht unbedingt so, dass die Leute immer massakriert wurden. Das nur so als kleiner Hinweis dazu. Rekrutierung haben wir. Flotte kommt an. Ah, ich putze mir jetzt nochmal die Nase, dann mache ich noch das ganze Flotten-Micro-Gedöns und dann sind wir gleich wieder da. Ja, ist schon übel, ne? Wir hatten 20.000 Eier übrig. Ich habe jetzt noch ein paar Handelsschiffe gebaut. Da sind die, die noch gerade unterwegs sind. Da kommen ja bald auch wieder welche dazu, ne? Also wir gehen schon gut ab. Reparieren wir die Schiffe hier. Reißen wir die mal ab. Ich glaube, da bauen wir einen Handelshafen hin. Ah, aber warte mal, mach das noch nicht jetzt. Ja, Kakao können wir tatsächlich gebrauchen. Mal so zwei Linien hier. Ist auf jeden Fall besser als Miliz. Pass auf, die Schaluppe nimmst du mit darüber. Du gehst noch mit hier rein. Ja. Wo können wir denn noch Ausbau betreiben? 7, 6. Eins, das ist mir hier also noch ein bisschen zu fragil.
8-7. Können wir safe ausbauen. Drei, vier ist schon wieder grenzwertig, ne? Überall da, wo wir halt die Akademien haben, ist es grenzwertig. Okay. Wird geforscht, wird geforscht. Ja, okay, gut. Also warum auch nicht erstmal diese ganzen Marine-Dinger hier forschen? Mit einer Reichweite von 400, das ist relativ sinnlos, ne? Also das ist mir echt deutlich geworden bei den Galeonen, ne? Mit der 400er Reichweite, das kannst du vergessen. Also alle anderen Schiffe sind halt besser. Klar, wenn du da rankommst, ist es gefährlich, aber das betrifft ja die KI. Die schießt dich halt zusammen. Nicht umgekehrt. Ja, ne. Wir können noch mal in München vielleicht die Rekrutierung noch mal ein bisschen ausbauen und in Dresden übrigens auch noch. Also mit unseren Besitzungen in der Karibik fühle ich mich auf jeden Fall stark genug, um Österreich bald anzugreifen, aber ihr müsst noch ein paar Parts abwarten. Protestantischer Missionar. Dann konvertiert das doch mal. Ah, okay, das ist jetzt voll. Dann pack die doch mal gerade hier mit dazu. Friedrich der Zweite ist gestorben. Okay. Luise die Erste ist jetzt unsere Fraktionsführerin. Was ist das für ein Quark? Also können wir das bitte vielleicht etwas historisch korrekter machen? Das ist ja absoluter Mumpitz. Die Mamelucken sind entstanden. Okay. Ah, guck mal, da sind die Maraten schon. Hehe. Oh wow, das sind bald meine Nachbarn. Wenn das so weitergeht, ist ja richtig lustig, nicht? Die sind aber echt. Also, ich weiß nicht, waren die Maraten schon immer so schnell? Schade. Niemand wird uns besiegen. So, ich glaube, auch hier werden wir die Erwerbsstruktur etwas umgestalten. Mal die zweimal dahin.
So, dann gehört uns auch noch Curaçao. Steuerung machen wir hier später wieder. Hier ist okay. Ich weiß nicht, sollen wir die Bahamas, sollen wir die lassen? Ich glaube, ich habe mal irgendwann gehört, man soll den immer eine Insel, soll man den immer lassen? Ach, guck mal, das ist deine Hauptstadt, Port Royal, Hauptstadt der Piratenfraktion. Ja, auch noch ein bisschen Wachstum gebrauchen. Was mir hier noch ein Hochofen und hier noch bitte. Eine Landgewinnung. Okay. Ach, ich habe jetzt gleich geguckt, ob es irgendwo Piratenflotten gab. Hätte man noch mal gucken können, ne? Okay, noch mal Schwein gehabt. So. Magdeburg. Ah ja, dann mach halt die Bewässerung. Baubericht, schwupp, schwupp, schwupp. Läuft wie am Schnürchen, Flotte kommt an. Okay. Das waren alles Schiffe hier, glaube ich, ne? So, wir gucken nochmal gerade. Gibt es hier irgendwas Piratisches? Nee, ne? Die sind alle besetzt. Aber warum sehe ich hier keine Handelsroute von denen? Ich sehe hier keine Handelsroute. Eigentlich müssten wir da nur eine Handelsroute sehen, oder? Naja, gut, was weiß ich schon. Nimm, 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 nimm. Jawohl. Und was können wir hier noch gebrauchen? Nochmal eine Kakaoplantage. Ich weiß nicht. Eine Kirchenschule wäre vielleicht gar nicht so blöd, ne? Machen wir eine Kirchenschule. Ich finde, die Kirchenschulen sind eine brauchbare Sache hier. Rekrutier du mal noch zwei Linien.
Die können dann mitkommen, das Ding reißt da ab. Okay. Tja, also die Regierungsgebäude, die sind mittlerweile echt auf dem Top-Level, ne? Oha. Das einzige Schiff, woran ich noch Interesse hätte. Ja, Admiralschaft, Flaggschiff 5. Klasse, alleine halt wegen der Reichweite. Wobei ich die tatsächlich gar nicht mal so super finde. Aber Reichweite 750, Bombardierschiff. Geschwindigkeit 15, es ist halt zu langsam, das ist das Problem. Ne? Alle anderen Schiffe sind halt so schnell da. Das bringt's leider nicht, das bringt's leider nicht. So, also, was können wir jetzt hier machen? Stärktes Prestige ermöglicht Dings. -2 Zufriedenheit. Ach so. Ah, ein Dampfschiff. Aber wie kommt man nur auf die Idee, dass ein Schiff schneller segeln würde, wenn man einfach nur ein Feuer unter Deck anzündet? Ich habe keine Zeit für solchen Unsinn. Ja, das ist schon egal eigentlich, ne? Es macht nicht so viel Unterschied. Den Hafen habe ich vergessen zu reparieren. Das ist natürlich jetzt der Armleuchter-Award. Okay. Mein Gouverneur bringt momentan nichts, okay? Warum ist eigentlich wieder die Musik aus? Ständig. Aus irgendeinem Grund geht die immer aus. Zwischen den Runden auch mal ganz gerne. Das ist komisch, ich weiß nicht. Was haben wir hier? Ehrlich? Nee. Der ist gut. Nehmen wir den mal mit. Naja gut, 53 ist schon alt, aber ist okay. So. Wohin wollen wir noch?
Die nächsten schicken wir mal alle wieder dahin. Nach Afrika. Ich meine, wir könnten das auch ohne dieses Micromanagement machen, aber dann verlieren wir halt Geld, ne? Weil wir dann halt immer so ein paar Runden warten müssen, wo die Schiffe halt nur im Hafen hocken und nichts machen, ne, eigentlich. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Sondern wenn du eine Flotte hast, dann willst du ja auch eigentlich, dass die halt dauernd im Einsatz ist, ne? Haben wir die Rekrutierung schon gemacht? Nee, ne? Okay, ich glaube, das war's für diese Runde. Oha. Wen habe ich denn da gesehen gerade? Warte mal, warum machst du jetzt die KI-Züge wieder an? Mal die Begrenzung hier nochmal aus. Da sehe ich definitiv mehr, als ich sehen will. Das brauchen wir nicht. Ja. Oh, ein neuer Hafen entsteht in Westpreußen. Cool. Was haben wir hier für einen Hafen? Ein Handelshafen. Also eigentlich wäre es auch schlau, noch einen Handelshafen zu bauen. Allerdings sind halt diese Fischereihäfen halt auch immer gut für das Städtewachstum, ne? Insofern bauen wir mal so ein. Und in Newcastle entsteht auch noch ein neuer Hafen. Wow. Wir haben hier schon einen Fischereihafen hier, ne? Mach so einen Handelshafen, bitte. Und eine Flotte kommt an. Okay, das hatten wir. Minus 1 Zufriedenheit der Unterklasse. Das mag ich jetzt nicht so gern wieder. Okay, das da ist ganz brauchbar. Dauert noch. Wie, der Weg ist versperrt. Warum war denn das hier? Naja, okay. Amish gehen nach Amerika. Nach der flächendeckenden Verfolgung der Amish in ihren Heimatländern, wegen ihrer Rituale, der Erwachsenentaufe und ihrer Ablehnung der Einheit von Kirche und Staat, hat der prominente Quäker William Penn den Amischen einen sicheren Zufluchtsort in Amerika gewährt. Als eine radikale Sekte der Mennoniten aus der Schweiz und der Pfalz werden die Amish von ihren intoleranten Gegnern oftmals gepeinigt. Mitunter geschieht dies, indem sie in Säcke gesteckt, gefesselt und in Flüsse geworfen werden, um sie so zu ertränken. Was geht denn ab, ey? Unfassbar. Da sie in ihrer bloßen Existenz gefährdet sind, siedeln die Amish jetzt auf Einladung von William Penn in großer Zahl nach Pennsylvania um. Das Ganze ist Teil seines heiligen Experiments, in Anführungszeichen, der Religionsfreiheit. Krass. Okay, also wir reden heute nochmal über die preußische Armee und ich knüpfe da jetzt nochmal ein bisschen an meine Ausführungen zu dem alten Dessauer an
Und wir haben hier einen Brückenschlag zu diesem, zu dieser grausamen Behandlung der Amish. Das habe ich schon weggeklickt, ne? Denn tatsächlich muss man auch bedenken, der alte Dessauer hat ja, also Leopold von Anhalt-Dessau, ne, ich habe da ja in einem der vorangegangenen Parts über den gesprochen, der hat ja nicht nur das Heer insofern reformiert, dass er es schlagkräftiger gemacht hat und so weiter, dass er den Gleichschritt eingeführt hat und, sondern der hat sich auch ein paar heftige Strafen überlegt, die im Heer umgesetzt wurden, und das sollte man vielleicht an der Stelle der Vollständigkeit halber dann auch erzählen. Ja, und zwar dazu zählen solche Strafen wie Spießruten laufen, krumm schließen oder eben in den Stock spannen. Ich sage ganz kurz noch, worauf diese Strafen angewendet wurden, und dann sage ich kurz noch was zu den Strafen selbst. Als Delikte, die damit geahndet wurden, galten zum Beispiel Meckerei, Trunkenheit oder Prügelei. Für Deserteure gab es entweder die Todesstrafe oder das Abschneiden von Nasen und Ohren. Den Spießrutenlauf kennt ihr wahrscheinlich alle aus der, den kennt ihr wahrscheinlich alle als Redewendung im modernen Sinne, aber eigentlich ist es ja eine Bestrafung aus dem Mittelalter, und zwar die Landsknechte, die durch das Verhalten eines anderen Landsknechtes entehrt wurden, stellten sich in einer Reihe auf mit ihren Lanzen und konnten, wenn der Delinquent durch sie hindurchgetrieben wurde, die Ehre ihres Regiments wiederherstellen, wenn sie mit den Speeren nach ihm stachen. Also ist das eigentlich eine, das ist eigentlich eine Form der Todesstrafe im Mittelalter. Ob das immer so angewendet wurde, das weiß ich jetzt nicht genau. Allerdings ist es zumindest, also in Preußen gab es unterschiedliche Varianten davon. Entweder wurde der Delinquent mit einer Rute geprügelt. Das kann man sich schon als recht schmerzhaft vorstellen. Das andere ist, es gab auch bei der preußischen Kavallerie den Steigriemenlauf oder das Steigriemenlaufen, wo dann eben mit einem Steigbügelriemen zugeschlagen wurde. Das ist also auch bekannt, auch das sicherlich eine sehr schmerzhafte Angelegenheit. Natürlich dient der Spießrutenlauf auch der Bloßstellung. Im Mittelalter war es durchaus üblich, dass man sich dann bei seinem Regiment entschuldigen musste, mehrfach, ne, und trotzdem eben so hart bestraft wurde. Also das dient auf jeden Fall auch der Demütigung des Delinquenten. Das dient der Spießrutenlauf natürlich in der im Zeitalter des Absolutismus natürlich eben auch, ne. Also das war eine der Strafen. Das Krummschließen ist eine, ja, wie kann man sagen, also das ist so eine Form der Fessel, die angelegt wird. Dabei wird zum Beispiel die linke Hand an das rechte Bein gekettet oder umgekehrt und gegebenenfalls noch mit einem schweren Gewicht versehen. Und dann wird man in der Regel eingekerkert. Und das ist also, ich meine, ihr könnt ja euch mal überlegen, im Mittelalter war das ja zum Beispiel üblich, dass man die Leute an Händen und Füßen gefesselt hat. Und dann vielleicht noch eine schwere Eisenkugel an diese Fessel drangehängt hat, sodass man sich nur sehr, sehr langsam bewegen konnte. Das hat man ja nicht nur gemacht, um die Leute an der Flucht zu hindern, sondern um ihnen auch körperliche Schmerzen zuzufügen. Denn überlegt mal, stellt euch einfach mal vor, ihr müsst einen Tag gebückt, euch einen Tag lang gebückt fortbewegen. Dann habt ihr spätestens am Abend so heftige Rückenschmerzen und euch tun die Bandscheiben so weh. Das möchte ich wirklich niemandem anraten. Also das ist eine sehr grausame Form auch der Bestrafung, dieses Krummschließen. Ja, und das andere, in den Stock spannen, das ist ja eine Form des Anprangerns, wie wenn jemand an den Pranger gestellt wird, ne? Das sind diese Holzstöcke oder auch Fessel genannt, wo man eingespannt und ausgestellt wird als Häftling, ne? Also gut, das wurde auch in Verliesen angewendet, um jemanden an der Flucht zu hindern. Aber hier auf jeden Fall auch eine Strafe des Bloßstellens. Diesen Strafkatalog hat sich der Leopold von Anhalt-Dessau ausgedacht. Und das wollte ich hier der Vollständigkeit halber nur mal erwähnt haben. Das Ganze sollte natürlich dazu dienen, die Desertion in der Armee zu unterbinden, die also wirklich schon beängstigende Ausmaße angenommen hat im 18. Jahrhundert.
dazu sage ich vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Auf der anderen Seite wollte man die Truppen zu bedingtem Gehorsam erziehen, so wie sich das Friedrich Wilhelm I. und eben auch der alte Dessauer vorgestellt haben. Bedingungsloser Gehorsam, immer wieder auch mal in Preußen als Kadavergehorsam überspitzt dargestellt. Ja, wobei das ja auch einen wahren Kern irgendwo hat. Aber das waren doch so ganz wichtige Elemente. Dabei darf man natürlich nicht vergessen, dass Friedrich Wilhelm I. auch in politischer und gesellschaftlicher Hinsicht eine Umformung der preußischen Gesellschaft im Dienste des Militärs anstrebte. Dazu zählt zum Beispiel, dass das Rängereglement am preußischen Hofe umgeordnet wurde. An erster Stelle standen nun die Generäle. Und erst auf Rang 5 standen dann die Räte und Minister, sondern die ersten Ränge waren stets mit der Generalität versehen. Und diese Bevorzugung des Militärs vor den zivilen Ämtern ist etwas, was sich bis in die Neuzeit fortgesetzt hat, bis ins Kaiserreich eben, und prägend war für die Gesellschaft Preußens. Also es ist nicht ganz falsch, hier schon so den Beginn dieser Militarisierung der Gesellschaft zu sehen. Natürlich muss man sagen, das sind immer Entwicklungen, die auch nochmal verstärkt werden durch andere weitere Faktoren, auf die ich jetzt hier nicht mehr eingehe. Was man aber tatsächlich sagen kann, und die preußische Armee hatte einfach auch seit dem 17. Jahrhundert, seit dem Sieg Brandenburgs über die Schweden 1675, hatten die einfach auch einen europäischen Ruf, neudeutsch gesprochen oder mit einem Anglizismus ausgedrückten State-of-the-Art-Armee zu sein. Um das auch mal ganz kurz noch mit Zahlen zu vergleichen, man geht davon aus, dass 1739 die Truppenstärke Preußens bei ungefähr 80.000 Mann lag und in Frankreich in dieser Zeit bei 160.000 Mann. Und Frankreich hatte definitiv mehr als doppelt so viele Einwohner wie Preußen, muss man auch ganz klar erwähnen. Österreich hatte ungefähr 100.000 Mann und Russland 130.000 Mann. Also das waren so die größten Armeen in Europa, die man da kannte zu dieser Zeit. Und ein ganz großer Teil der preußischen Armee bestand aus angeworbenen Ausländern, nämlich ungefähr 26.000 Stück. Zu dieser Anwerbung möchte ich auch noch ein bisschen was sagen. Das habe ich auch schon in einem der vorangegangenen Teile angedeutet, als es um diese Volkszählung ging. Bei der Volkszählung war es ja nicht das alleinige Bestreben, zu ermitteln, wen kann man jetzt wo anwerben, denn die Inlandswerbung war teilweise in Preußen nicht gerne gesehen. Stattdessen hat man versucht, gezielt Ausländer anzuwerben. Wobei, wenn ich jetzt hier sage Ausländer, dann muss man da ein bisschen aufpassen. Natürlich sind da Leute aus, junge Männer aus Polen und aus Russland auch dabei, aber eben auch aus Hannover und aus Mecklenburg. Ne? Also vielleicht auch eben aus Landesteilen, die nicht so direkt zum Kerngebiet gehörten. Das ist nämlich das Gebiet, das man unbedingt schonen wollte. Die Anwerbungspraktiken galten in Preußen als recht brutal, wobei ich jetzt nicht genau herausgefunden habe, worin diese besondere Brutalität besteht. Also was ich allerdings ermitteln konnte, ist, dass in manchen Regionen wurde angeordnet, die Sturmglocke zu läuten, wenn preußische Rekrutierungstrupps oder Rekrutierungsregimenter in Sicht waren. Und das zeigt ja eigentlich schon, also die hat man dann dort auch als Menschenräuber bezeichnet und so. Das zeigt also, dass diese Rekrutierung nicht so freiwillig war, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, sondern dass auch sehr viel mit Zwang gearbeitet wurde. Und was auch immer wieder kritisiert wurde, war, dass viel mit falschen Versprechen gearbeitet wurde. Das hatte zur Folge, dass Desertion in der preußischen Armee trotz dieser drakonischen Strafen ein gravierendes Problem war. Und das waren also Sachen, denen widmete man sich erst dann relativ spät und mit verschiedenen Absichten, verschiedenem Erfolg. Ich glaube, die wichtigste war, den Soldaten eine konkrete Frist vorzuschreiben, von wann bis wann sie Dienst zu leisten haben. Das erstreckte sich üblicherweise auf 2 bis 3 Monate im Jahr. Ansonsten durften die Soldaten auch
zu Hause sein. Das galt jetzt natürlich nicht für die Garde-Regimenter wie die Blauen Granadiere oder auch Langen Kerls genannt, ne, die ja so von Friedrich Wilhelm I. geschätzt wurden, sondern das galt eher für die regulären Regimenter. Die Regimenter warben ihre Truppen selbst an. Es gab eine Art allgemeine Wehrpflicht, also tatsächlich gab es eine Anordnung, dass die jungen Männer einen Dienst im Militär leisten sollten. Die war de facto aber nicht umsetzbar, weshalb die tatsächlich von dieser Levée en Masse in Frankreich später zu unterscheiden ist. Einfach weil da ganz krasse Unterschiede in der Anwendungsmöglichkeit eben bestanden. Wie gesagt, in Preußen war das nicht durchführbar. Soweit war der Staat noch nicht in die dörflichen Regionen vorgedrungen, als dass man das hätte durchsetzen können. Es bezog sich natürlich überwiegend auf Landbevölkerung. Häufig war die Stadtbevölkerung davon freigestellt, musste dann natürlich aber den Soldaten Quartier gewähren. Da auch das nicht unbedingt immer eine angenehme Sache, je nachdem, wen man da erwischt hat. Vor allen Dingen, weil man die auch versorgen musste. Ne? Und das ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Situation. Ne? Insgesamt waren auch Adlige, die Söhne von wohlhabenden Bürgern und Beamten und viele Kinder von Immigranten übrigens auch, waren vom Militärdienst befreit und mussten das dann also nicht unbedingt tun. Es gab übrigens auch noch keine Kasernen in dieser Zeit. Also das heißt tatsächlich, also das sage ich jetzt nur, um nochmal deutlich zu machen, wie wichtig das Quartier eben gewesen ist. Ne? Also es gab keine Kasernen in diesem Sinne. Die Führungselite oder die Elite des Offizierskorps, die bildeten überwiegend pommersche und brandenburgische Adelssöhne und die konnten dort auch sehr gute Karriere machen. Überhaupt war insbesondere auch für den landarmen Adel der Militärdienst eine wichtige Quelle zur Versorgung der eigenen Familie. Man darf dann auch nicht vergessen, wie wichtig der Dienst im Militär für das Selbstverständnis des preußischen Adels eben wurde, dadurch, dass er eben in einer so privilegierten Stellung war und dass das Militär selbst noch einmal überprivilegiert war. Das hat also auch eine ganz besondere Auswirkung auf die Identität des preußischen Adels gehabt. Ja, und ich habe ja schon gesagt, also rund 80.000 so 76.000, 80.000 Mann, Entschuldigung, was habe ich eben für eine Zahl gesagt? Also 76.000 bis 80.000 Mann. Das war so in etwa die Armeestärke, über die Friedrich II. Bei Amtsantritt verfügte, der übrigens jetzt hier schon gestorben ist aus irgendeinem Grund. Also es ist echt unfassbar in diesem Spiel. Kann ich auch gleich eine Demokratie werden. Unfassbar. Als Friedrich Wilhelm I. starb und sein Testament an Friedrich II. Weitergegeben hat, da schrieb er übrigens auch, und das ist sehr interessant, an euch, mein lieber Successor, ist es, das, was eure Vorfahren angefangen haben, zu soutenieren und jene Prätensionen und Länder herbeizuschaffen, die unserem Haus von Gott und Rechts wegen zugehören. Und damit ist eigentlich nicht explizit gemeint, dass Friedrich II. Auch von seiner Armee tatsächlich Gebrauch machen soll, um sich diese Gebiete, die ihnen schon immer gehören, auch mit Gewalt zu nehmen, sondern darin ist vor allen Dingen erstmal ausgedrückt, dass die Situation des Militärs, die Stärke des Militärs, dass die erhalten bleiben soll auf jeden Fall. Und dass die Armee stetig weiter ausgebaut und qualitativ verbessert werden soll. Aber eben nur für eigene Staatszwecke eingesetzt werden darf und eigentlich jetzt nicht vermietet werden sollte oder ähnliches. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Dieses Herbeischaffen hat Friedrich II. Dann ein bisschen anders ausgelegt. Er hat natürlich Einsatz von dieser Armee gemacht. Eine sehr beeindruckende Landstreitmacht zu dieser Zeit auf jeden Fall, die außerdem noch einen europaweit guten Ruf genoss. Und bald müssen wir uns mit dieser Streitmacht auch beschäftigen, um Österreich mal in die Schranken zu verweisen. Das machen wir aber im nächsten Part. Oder im übernächsten. Auf jeden Fall nicht mehr heute. In diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete.